An diesem Wochenende schnaufen wir alle nochmal richtig schön durch. Hier sind die letzten News vor der Gamescom. Bandai Namco macht's mal wieder richtig spannend und teast einen neuen Titel an, der bisher auf den Codenamen Projekt 1514 hört. Dazu wurde auch ein Teaser-Video veröffentlicht, das zeigt aber im Prinzip echt nicht viel, eigentlich nur kaputte Gebäude und man hört ein paar Schüsse. Entwickelt wird es von dem japanischen Studio Dims, das zum Beispiel an diversen Sonic-Titeln, auch an Street Fighter und Dragon-Spielen beteiligt war. Und das sind im Prinzip auch schon alle Infos, die es dazu gibt. Vielleicht verrät Bandai Namco ja nächste Woche auf der Gamescom mehr. Für Vorbesteller von Call of Duty World War II startet am 25. August die private Multiplayer-Beta, allerdings erstmal nur exklusiv auf der PlayStation 4. Diese erste Beta dauert dann bis zum 28. August und dann folgt vom 1. bis 4. September nochmal eine zweite und dann können auch die Xbox One-Spieler mitspielen. Es wird wohl auch noch eine Testphase für PCler geben, allerdings gibt es dazu noch gar kein Datum. In der Beta könnt ihr dann zwischen den 5 Divisionen wählen, die ja das bisherige Klassensystem ersetzen. Außerdem sind natürlich diverse Modi spielbar, nämlich Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und der neue War Mode. Für die klassischen 3 Modi gibt es dann jeweils 3 Maps, Duhok, Ardennes und Gibraltar. In dem neuen War-Modus könnt ihr nur eine einzige Map ausprobieren, die heißt Breakout. Release vom neuesten Call of Duty-Teil ist dann natürlich am 3. November. Und wer sich das vorbestellen möchte, der findet den Amazon-Link in unserer Videobeschreibung. Das Indie-Studio Compulsion Games hat einen Publisher für eine Retail-Version zu We Happy Few gefunden, und zwar Gearbox Software. We Happy Few ist ja ein echt potenzieller Hit, war zunächst eigentlich nur ein Kickstarter-Projekt, dann später auch als Early Access-Version schon spielbar und sah für mich einfach von Anfang an seit der Ankündigung fantastisch aus. Und das heißt, dass es jetzt eben nicht nur als digitale Version veröffentlicht werden wird, sondern eben auch physisch in die Läden kommt, ist ja so eine Art Action-Adventure-Survival-Horror-Mischung und erscheint dann eben für PlayStation 4, Xbox One und PC und zwar am 13. April 2018 und kurz danach sollen dann sogar auch noch Versionen für Linux und Macs folgen. Very good. Sony hat den Termin für die PlayStation Experience 2017 bekannt gegeben und zwar findet die am 9. und 10. Dezember wieder in Anaheim, Kalifornien, also in der Nähe von Los Angeles statt. Wer die Weiterreise auf sich nehmen will, der kann sich jetzt die Tickets sichern und natürlich wird Sony auf der PSX sein aktuelles Spiele-Line-Up präsentieren, aber eben auch so einiges neu ankündigen. Das wird wieder etwas spannender. Gleichzeitig findet dort auch der Capcom Cup mit Street Fighter 5 statt, also ein Turnier. Und da gibt es $250.000 Preisgeld abzusahnen. Eine ganze Menge. Aber bevor wir uns diesen Event genauer angucken, blicken wir natürlich erstmal auf die Gamescom. Denn auf der Gamescom geht das Battle of the Max in die zweite Runde. Was ist Battle of the Max? Vor einigen Wochen habt ihr es vielleicht mitbekommen, haben wir ein Mini-Turnier ausgerichtet zusammen mit unseren Kumpels von NintendoOnline.de und Streetpass Germany. Da wurde Mario Kart 8 gezockt, allerdings nicht von uns, sondern jeweils von Leuten aus der Community. Es ist also ein reines Community-Turnier. Das heißt, wenn ihr mitmacht, dann geht ihr entweder für Team Vorzocker, Team Streetpass Germany oder Team Nintendo Online ins Rennen. Beim ersten Teil wurde Mario Kart 8 gespielt, jetzt auf der Gamescom aber steht Splatoon 2 an. Anmelden könnt ihr euch über dieses Formular, das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und zwar bis zum 23.08. ist die Frist, dann gebt ihr dort natürlich auch euer Team an. In eurem Fall bitte Team Vorzocker, ihr fahrt bitte für Team Vorzocker. Das Turnier findet dann aber nicht wie das erste irgendwie online statt, sondern tatsächlich live und direkt auf der Gamescom und zwar am Freitag, 25. August um 14 Uhr. Das heißt, um da richtig mitmachen zu können, müsstet ihr dann halt auch ein Gamescom-Ticket haben für den Freitag.
Wo genau das stattfindet, das wird kurzfristig bekannt gegeben von uns, natürlich über unsere Social-Media-Kanäle, aber eben hauptsächlich von nintendoonline.de. Die sind auch die Ausrichter. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anmeldungsprobleme habt oder sowas, dann meldet euch bitte bei den Jungs und Mädels von nintendoonline.de. Ihr könnt euch entweder einzeln anmelden oder, falls ihr schon ein bestehendes Splatoon 2 Squad habt, dann meldet euch gerne auch als Squad an. Dann könnt ihr natürlich auch zusammen spielen. Gespielt wird nämlich der Revierkampf 4 vs. 4 im Turniermodus und es gibt natürlich was zu gewinnen. Das Sieger-Squad, also jeder Spieler eines Siegerteams, kann sich nämlich ein Game von Nintendo aussuchen. Und zwar ist die Wahl entweder Super Mario Odyssey, Pokémon Tekken DX, Fire Emblem Warriors Arms, Mario Luigi Superstar Saga und Bowser's Schergen oder Metroid Samus Returns. Natürlich im Fall von Super Mario Odyssey, was ja noch nicht erhältlich ist, würdet ihr es dann zum Release bekommen. Außerdem gibt es für das Siegerteam für jeden Teilnehmer nochmals Splatoon 2 Joy-Cons dazu. Das Team, was Platz 2 belegt, beziehungsweise die Spieler, bekommen Splatoon Amiibos und eine Überraschung. Und Platz 3, die bekommen noch Splatoon Handtücher für den nächsten Splatoon Badeurlaub. Also, das sind geile Preise. Voraussetzung, wie gesagt, ist, dass ihr am Freitag sowieso auch auf der Gamescom seid. Um 14 Uhr wird das Turnier ausgetragen. Und ihr müsstet bitte, bitte auf die Messe eure Switch mitbringen, damit ihr das da vor Ort dann auch zocken könnt. Meldet euch an, das Formular habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, ebenso wie den Link zu Nintendo Online mit diesen Infos, den ich euch nochmal erzählt habe, nochmal schriftlich. Letzte Woche habe ich euch ja schon verraten, dass es Vorzocker live geben wird auf der Gamescom, und zwar genauer auf der Bühne von Game Legends, und zwar in Halle 5.2. Das ist ein bisschen die Merchandise Area, denn Game Legends ist ja auch ein Merchandise-Hersteller, und dort werden die Jungs, genauer Cookie, Mike und Sepp, jeden Tag von Dienstag bis Samstag Programm machen. Wenn ihr sie also mal live und in echt und in Farbe und in Fleisch und Blut sehen wollt, dann geht dorthin. Ich kann euch auch sagen, wann genau sich das lohnt. Und zwar jeweils Dienstag bis Samstag, habe ich gesagt, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr werden die Jungs jeweils ein Quiz veranstalten. Da könnt ihr dann natürlich interaktiv mitmachen und natürlich auch fette Preise absahnen. Und von 17.30 bis 18.30 wird jeweils getalkt. Und zwar nicht nur über das, was die Jungs auf der Messe erlebt haben und gesehen haben. Also sie werden natürlich auch viel für Vorzock unterwegs drehen. Sondern auch natürlich über aktuelle Spiele und so einiges mehr. Und es wird natürlich auch gezockt. Also, wenn ihr Vorzocker live sehen wollt, dienstags bis Samstag 11.30 bis 12.30 und 17.30 bis 18.30 könnt ihr da vorbeigehen und dann seht ihr die Jungs auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, nebenan in Halle 6 bei Ubisoft auf der Bühne. Auch bei mir dürft ihr bitte, bitte, bitte gerne vorbeikommen und Hallo sagen. Ich freue mich. Irgendwas hat hier gerade laut geknackt im Gebälk. Ich glaube, das Haus kracht gleich ein. Zeit, die News zu beenden. Hier gibt es noch zwei Videos für euch, und zwar zum einen die Top 5 Retro-Werbungen. Wir haben wieder mal die 5 besten alten Spots rausgesucht, dieses Mal zum Nintendo DS, also diesem alten Ding. Und ich war tatsächlich im Kino und habe mir den Dunklen Turm angeschaut, als größter Dark Tower-Fan ever. Meine Meinung dazu hier im Video.